Das ist im Streit zu dir. Beide Parteien bauen Scheiße. Ich weiß auch, was ich damals falsch gemacht habe, warum es auch auseinandergegangen ist, ne? Aber ich habe natürlich noch im Kopf, was er gemacht hat. Weil er war auch nicht ganz ohne damals. Ja. Aber wie gesagt, ich sehe meine Fehler ein. Und er sieht, wie es aussieht, nicht ein. Und Naja, ich das werde nicht stimmt, meine das Kopf ist immer pushen. blöd. Ich würde jetzt halt vielleicht sagen, ich bin vielleicht auch erwachsener geworden, weil ich auch an sich. Ah, Ja. ich würde jetzt eigentlich nicht sagen, dass ich über sowas hinwegschaue. Das Problem war einfach noch dieses Wort Hurensohn. Wenn jetzt irgendwas angefallen wäre, ist nicht schlimm, aber Hurensohn geht auf meine Mutter und wenn, weißt du, wenn sowas kommt, dann nehme ich das halt Na, wenn das ernster, auf als wenn es Ernst irgendwie. kommt. Ja. Und es ist nicht irgendwie so im Kontext gesagt, sondern einfach so diese, was mich so aufgegangen in der Situation war, einfach dieses auf Discord umbenennen. Das war so eine reine Provokation, weißt du, wie wenn er sieht, Ja. haha, komm, wenn er sieht, dann weil die sich denken, okay, der wohnt jetzt eh nicht mehr in Wiesbaden, der kommt eh nicht mehr. Dann habe ich hier richtig Ja, so gefickt, als ich einmal mit ungefähr. dem Kumpel da in die Schule gelaufen. Als Geilste war, da bin ich einmal in die Schule gekommen, ne? Na. Habe ich ja erzählt mit dem Kumpel. Und diese ganzen, die mich alle da so eingespeichert, also da genannt haben, weißt du, diesen Nickname auf Discord, alle, als sie mich gesehen Na. haben, direkt den Kopf nach unten. Dieser Ben läuft mir vorbei, Kopf nach unten. Ah. Na gut, die haben dich jetzt auch lange nicht gesehen, teilweise 2 Jahre oder Ja, so, ja. das ist das Ding. Und die haben halt gedacht, immer noch dieser kleine Dicke von damals und haben halt dann waren halt dann überrascht, okay. Ja, ist schon bemerkenswert. Ja, weil das ist das Ding, guck mal, ich will jetzt, wie gesagt, es ist nicht cool, sich mit irgendjemandem zu schlagen, ne? Ich will auch wirklich nicht damit angehen. Aber es ist einfach so, dass ich einfach auch hier in der Gegend, weil mittlerweile, ich habe so viele Freunde und sowas bekommen, ne? In der Gegend, es legt sich einfach keiner mehr mit mir an. Weil jeder weiß ja schon, Rücken ich hab und alles. Ja, Also. genau. Das ist ja nicht wie bei mir, der als Fußabtreter gilt. Ja, eben. Nee, aber wenn du hier wohnen willst, dann würde ich meine Obhut nehmen. Würde ich sagen, wer den anfasst, der kriegt's mit uns zu tun. Oh, ja. Nur du Ja, darfst mich sicher, doch, schlagen. Digga. Ja, eben. Dann würde ich sagen, der gehört mir. Aber will ich gerade mal Geschichte erzählen, gestern, ne? Ich habe mich gestern mit jemandem Ja. geschlagen. Also denke jetzt nicht, dass ich voll der Gewalttätiger wäre, weil es gerade so im Kontext, aber ich schlage mich eigentlich selten, ne? Jedenfalls gestern gegen 0, also theoretisch auch heute Morgen noch, oder haben wir schon 0 Uhr? Ja, wir haben ja schon längst schon 0 Uhr. Ja, scheißegal. Ja, du weißt, was ich meine, ne? Na. Ich bin einfach dann vorgestern, bin ich einfach dann abends mit dem Bus gefahren gegen 0 und ich hatte im Ja. Internet Euro Michael Kors Uhr gekauft. Eine goldene. Ah, Und die hat ja. den ganzen Tag an, mit meinem Handgelenk wehgetan, habe ich die links in meine Jackentasche reingemacht. Hat. Neben mir hat schon einer am Bus einer hingesetzt, also nicht direkt neben mir, sondern in derselben Reihe, weißt du, was ich meine? Nee, in Ah derselben Reihe, ja, die in genau, anderen ich zwei weiß Plätzen. noch. So Ja, gegenüber vom ja. Gang. Ja, eben. Der kam schon an der Bushaltestelle, ich habe am Hauptbahnhof gewartet. Bruder, ich habe gar keine Angst, so draußen rumzulaufen, Bruder, ich weiß, wie ich wem auf die Fresse haue. Natürlich, wenn die Gruppe auf mich kommt, kann ich auch nichts machen. Ja, das stimmt. Das ist Ja, immer das Problem, wenn 5 Leute oder so. oder wenn irgendeiner Messer zieht, aber wenn jetzt irgendeine Person oder so irgendwie Stress macht, egal, oder zwei Personen, die kann ich auch leicht ficken. Aber natürlich habe ich auch Respekt davor, wenn jetzt irgendeiner Messer zieht oder wirklich 8 Leute vor mir Ja, stehen, weißt du, na, da das ist musst du natürlich normal. aufpassen, ne? Das ist natürlich normal. Aber der hat halt dann da alleine schon, ich halt schon so angeguckt, habe ich gedacht, okay. Und dann hat man aber keine Gedanken gemacht. Auf jeden Fall im Bus, als der kurz bevor er ausgestiegen ist, hat er auch einmal versucht, dann nach meiner Uhr zu greifen. Da wollte ich schon mit dem Bus einfach Ah. rausrennen. Ich bin ausgestiegen, hab dem erstmal so eine normale Backpfeife gegeben, weißt du, dass der einfach nur so nach hinten, weil der war auch mies Hacke gewesen. Oh shit, Und auf na. einmal bin ich aufgestanden, ich hab den Ding nicht getrunken, ist er beim Bus, ist er aus der Tür, ist er rausgefallen. Auf einmal, Na. weißt du, der Busfahrer, der war so, diese ganzen Leute, die gucken mich auf einmal alle so an, weißt du, so richtig geschockt. Auf einmal, Ja. auf einmal dieser Typ, ich hab den halt so am Kran, hab halt gesagt, der wollte halt diese Uhr klauen, ne? Da habe ich mal gedacht, ja, wenn du es nochmal machst und so, weil ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich kenne den. Ich habe auf jeden Fall dem Ach sein Gesicht so. gemerkt. Also der war so, glaube ich, 18, 19. Das war auf jeden Fall Vielleicht irgendein von Kenner irgendeiner gewesen. Party mal entfernt oder so Ja, kann gekannt, sein, aber kennengelernt. irgendwo kam das Gesicht bekannt vor. Ich weiß nicht. Jedenfalls war er 1, 2 Jahre älter, glaube ich, als ich. Und er war aber auch ein bisschen kleiner als ich, ne? Also ich glaube mal so, Ja. safe 5 cm oder so. Aha. Und ja, der Busfahrer, der auf einmal so, der soll plötzlich, weil der hat halt, die haben halt gedacht, ich hätte ihn ohne Grund angegriffen. Und der Busfahrer auf einmal so, hey, und auf einmal habe ich halt so erzählt, der Busfahrer sagt, der soll die Polizei rufen, das ist, nee, alles gut, der Typ, der ist dann eh abgezogen. Auf einmal, ich habe mich wieder in den Bus reingesetzt, was passiert, die Leute haben mich angeguckt, als wär ich der Übeltäter geworden. Aber eine Frau kommt und Ah. entschuldigt mir den Kopf. Na gut, das Problem ist ja wieder, die haben wieder nicht mitgekriegt, dass er die Uhr klauen wollte und dann denken die Und gleich wieder, dass du Leute da. haben nur mitbekommen, dass ich den einen durchgezogen habe. Ja, na, Ja. deswegen. Das ist halt immer die Scheiße so. Aber man muss halt immer aufpassen. An sowas merkt man eben, dass es so schnell gehen kann, dass er einfach mal das Ding schnell wegnimmt und dann war's das. Eben, ich stell mal vor, da wäre jetzt eine Schacke gewesen. Ich hoffe, wäre auf einmal mit dem Speed rausgerannt. Na? Oder selbst wenn er Hacke ist, kann er auch theoretisch noch rennen oder so. Und Ja, dann eben, kann auch was ich hab halt, passieren. ich hab halt das Glück gehabt, dass ich halt voll, weil ich hatte Kopfhörer an, ich hatte halt voll das so gespürt, weißt du?
Ich habe auf einmal voll den Reflex, ich war voll selbst von mir selbst überrascht. Ich habe auf einmal so einen Reflex, und ich hab dem erst einen normalen Backpfeife gegeben, weil der so ein bisschen nach hinten gefallen ist, dann habe ich mich halt auch schon noch ein Ding gezogen. Ja, sieht man manchmal erstmal so richtig, da wächst man über sich hinaus und merkt gar nicht, ich war auch voll von meiner, wie nennt man das, Reaktion, überrascht, ne? Ja, überrascht, dass ich so schnell reagiere. Ja, ne? Ey, das merke ich manchmal auch. Teilweise diese Reaktionszeit verkürzt sich dann so krass. Wir sind eigentlich auf das Thema jetzt gekommen. Ach stimmt, ja, warum Julia... Wegen Julia, ob Julia bei Tiny Tina 9 mitmacht. Ja. Letztendlich, man weiß nicht, vielleicht ist sie auch einfach nur im Stress und weiß, oder ihr geht es halt nicht gut, will einfach ihre Ruhe haben. Kann ja auch sein. Ja, na gut. Sie ist ja jetzt Elfte, ne? Ja, die muss Elfte sein. Also ich glaube... Also ich habe halt seit Sommer nicht mehr mit dir, also schon seit Anfang des Jahres nicht mehr mit dir geredet. Aber soweit ich weiß von Baran, hat er mir erst, glaube ich, Julia ihr Abi macht. Ja, genau. Das hattest du damals auch vor, das weiß ich noch. Das hat sie erzählt, dass sie dann Kurse sich einwählen muss und so weiter. Ja. Und wegen Abschlussfahrt ging es ja damals auch drum. Das war im Februar hier, als wir geredet hatten nochmal. Aber das wird ja dann auch passen, weil im März, wenn das da vorgefallen ist, und dann hat sie nicht mehr mit uns geredet oder generell sich so zurückgezogen. Ja. Oder hat sie dann nochmal geantwortet wenigstens irgendwo? Ich weiß gar nicht. Es könnte schon sein, dass sie dann nochmal bei mir... Nee, warte mal, mir fällt gerade ein. Julia hat mir irgendwie im September, hat die mir irgendwie auf WhatsApp geschrieben. Da hat die mir irgendwie geschrieben, ja, irgendwie Shandy wird sie die ganze Zeit voll spammen, weil irgendwas ist. Ist mir gerade voll in den Sinn gekommen. Ach so, okay. Na gut, das weiß ich jetzt nicht. Das ist mir gerade eingefallen. Mir irgendwie, glaube ich, September, Anfang hat die mir geschrieben, weil Shandy sie zugespammt hat, weil keiner von uns geantwortet hat. Stimmt. Der hat geschrieben, dass sie voll spammen wollte, dass ich mal meinen Discord checken soll, hat sie mir geschrieben. Ich glaube, das hat er mir mal erzählt, oder du, ich weiß gar nicht mehr, aber ja, jetzt fällt es mir auch wieder so ein bisschen ein. Okay, na gut, aber ich weiß nicht, was los ist so insgesamt. Ist halt immer komisch, ich krieg das so oft, wenn man mach mal deine scheiß Türen zu, es triggert mich so hart, wenn Leute ihre Türen bei Mike bei Häusern immer auflassen. Ach ja, das regt mich auch auf, ne, ich will auch immer, dass die direkt zu... mein innerer Honk rastet da aus. Ja, genau, ne, der innere Monk. Honk ist was anderes. Ey, ich würde so ein Großhaus in Tiny Tina 9 auch nochmal bauen. In Tiny Tina 9? Ach so, meinst du hier so dieses? Ja. Also ich denke mal, dass ich es da nicht schaffen werde, weil ich wieder sterbe die ganze Zeit und meine Items verliere. Aber... Und auch mindestens 5-mal dein Haus gesprengt wird. Ja eben, ne, das ist ja das Problem. Ich werde wieder es nur in Top Attack schaffen, so ein Haus zu bauen, und in Tiny CA, ja, das hat halt das Nachsehen, das Projekt, sag ich mal. Ist halt schade, weil ja auch in Tiny CA 7 wollte ich ja eigentlich viel mehr bauen damals, nur ich komme halt nicht dazu. Wurde in Tiny CA 8 oft dein Haus kaputt gemacht? Alter, übelst oft, oder? Ey, in Tiny CA 8 ständig diese Sprengung. Ich meine, gut, es ist nie komplett, doch es ist komplett kaputt gegangen am Anfang. Oh ja, stimmt. Ja, doch stimmt, das einmal in der Kiste da wo du nicht so gut zweimal. Einmal war irgendwie mit der Lava drunter und dieser Riesensprengung. Ja, stimmt. Das erste Mal war die Falle von Lukas, wo er das komplette Mal mit Lava gemacht hat und sein ganzes Haus weggesprengt ist und dann der Lava geflossen ist. Na, und, genau. Und das zweite Mal war meine Falle, als ich diese Kiste hingestellt habe, der Trapdoor, die du geöffnet hast. Oh. Nee, und dann gab's ja generell später noch übelst oft Sprengungen und so, also... Aber meine war harmloser als die von Lukas, weil Lukas seine ist in Lava geflossen, wo seine ganzen Items verbrannt sind. Oh, ja, das war auch komisch mit den Items. Also ich finde, sowas muss halt nicht sein, ne, so ein Abfuck, ganz ehrlich. Vor allem, ich habe so schon ständig meine Items verloren und dann wird mir da noch immer das Leben schwer gemacht, also... Irgendwann reicht's halt auch mal. Vor allem, noch immer so einzelne TNTs gesprengt worden, wo ich irgendwie so ab und zu einfach oben in der Mitte eins gesetzt hab. Oh ja, ne? Und dann immer sind die Item-Frames und alles abgegangen, die Bilder und sowieso als die Kisten zerstört wurden, das ist immer das Schlimmste. Naja, okay, aber ich glaube, es war nicht so extrem mit Tiny Tina 7, oder? Na, doch schon. Also ich glaube, das nimmt sich nicht viel. Was? Mit Tiny Tina 7? Überleg mal am Anfang, als du nicht in diesem Tal gewohnt hast, da oben auf diesem Mauer. Gut. Ja, in Tiny Tina 7 war es schon. Ich wollte gerade sagen, Tiny Tina 7 ist mich eigentlich verarscht. Mit Tiny Tina 7, wir haben so viel dein Haus kaputt gemacht, das gibt's nicht. Das war ja, dass du überhaupt noch Bock hast, da mitzumachen, Junge. Wir waren ganz voll mit dem Obsidian zugebaut, dann das Haus komplett pink, dann alles weggesprengt. Na gut, aber da sind ja wenigstens meine Items und so geblieben. Und ich muss sagen, ich habe mich dann gut zur Wehr gesetzt, als ich immer diese Structure Blocks rausgeholt habe, ne, und das da respawned habe. oder wo ich einfach mal Spaß diese eine Mine angezündet habe. Ich so, was los? Stimmt, oh nee.
auf einmal so. Dann wurde da so Roleplay gemacht, so schlecht ist immer daraus. Ja, das war jetzt mein. Ne, wie hieß der? Ah, schon wieder vergessen. Nightmare, genau. Ja, ja, stimmt. Ich zünd das ganze Ding an als Ausrede. Ja, es war Nightmare. Nightmare hat das Ding angezündet. Nee, ey.